Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Flüchtlingspolitik und der Erfolg der AfD haben die Beratungen der Parteien nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern geprägt. Kanzlerin Merkel nahm von China aus Stellung zum schlechten Abschneiden ihrer CDU. Merkel sagte, sie sei natürlich auch verantwortlich. Von ihrem Kurs in der Flüchtlingspolitik rückte sie aber nicht ab. Nach dem vorläufigen Ergebnis erreichte die SPD 30,6%, die CDU 19 und die Linkspartei 13,2%. Grüne, NPD und FDP scheiterten an der 5%-Hürde. Die AfD wurde mit 20,8% aus dem Stand zweitstärkste Kraft. Obwohl die Bundeskanzlerin beim G20-Gipfel in China war, äußert sie sich zum schlechten Wahlergebnis ihrer Partei. Sie räumt einen Vertrauensverlust ein und erstmals auch eine Mitschuld für die herbe Wahlniederlage. Natürlich hat das was mit der Flüchtlingspolitik zu tun. Ich bin Parteivorsitzende, ich bin Bundeskanzlerin und in den Augen der Menschen kann man das nicht trennen. Und deshalb bin ich natürlich auch verantwortlich. Ich halte dennoch die Entscheidungen, so wie sie getroffen wurden, für richtig. Und jetzt müssen wir weiterarbeiten. In der CSU sieht man jetzt noch eine letzte Gelegenheit für eine Veränderung in der Flüchtlingspolitik und wiederholt die Forderung nach einer Obergrenze. Deswegen geht es darum, jetzt endgültig Entscheidungen zu treffen, die dem Bürgerinnen und Bürger klar sagen, wir haben verstanden, Kurskorrektur vornehmen. Unmut nicht nur innerhalb der Union, auch in der Großen Koalition knirscht es heftig. Schwere Vorwürfe des Fraktionschefs gegen SPD-Chef Gabriel. Es gehe nicht, dass die SPD Maßnahmen blockiere, aber der Union Untätigkeit vorwerfe. Das sind Aussagen, die hart an der Grenze der Unredlichkeit sind, und deswegen rate ich uns allen, jetzt die notwendigen Dinge, die noch offenen Dinge voranzubringen. Das Wahlergebnis setzt Merkel unter Druck. Selbst wenn sie an ihrer Politik festhält, muss sie verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen, auch in ihrer Partei. Die Rufe nach einer Kurskorrektur werden aber lauter. Die anderen Parteien hatten bei ihren Beratungen heute schon die nächsten Wahlen im Blick. Die SPD, die in Mecklenburg-Vorpommern weiterregieren kann, sieht sich im Aufwind für die Berlin-Wahl in 2 Wochen ebenso wie für die Bundestagswahl in 1 Jahr. Wenigstens die Sozialdemokraten präsentierten sich in freudiger Stimmung. Sie stellen mit Erwin Sellering voraussichtlich wieder den Ministerpräsidenten in Mecklenburg-Vorpommern. Trotz der bisherigen Koalition mit der CDU will der auch mit der Linken reden. Wir haben jetzt 10 Jahre gut mit der CDU regiert, davor 8 Jahre gut mit der Linken. Ich glaube, es wäre niemandem im Land vermittelbar zu sagen, da scheidet einer dieser Partner scheidet von vornherein aus. Weniger harmonisch ist Sigmar Gabriels Blick auf die eigene Große Koalition in Berlin. Die unionsinterne Debatte um die Flüchtlingspolitik sei der wahre Grund für die Stärke der AfD. Es hat 1,5 Jahre gedauert, bis wir ein Integrationsgesetz hatten. Es hat 1,5 Jahre und sogar ein bisschen länger gedauert, bis die Entlastung der Länder für Integration kam. Wir haben ganz viel Zeit vertan durch unnötige Diskussionen und einfach nur wiederholen, wir schaffen das, ohne es auch zu machen. Das ist unsere Kritik. Die Grünen halten dies für politische Taktik des SPD-Chefs auf dem Rücken der Flüchtlinge. Wir haben genug Streuse auszufechten mit der Kanzlerin, aber in dieser Frage, glaube ich, ist es auch ein Gebot der Fairness zu sagen, dass ein Teil zu diesem Wahlerfolg der AfD nicht nur die Politik in Berlin beigetragen hat, sondern auch das Erscheinungsbild der Koalition. Die Linke warnt davor, überhaupt auf Positionen der AfD einzugehen. Man stärkt dadurch nur die AfD. Man macht ihre Positionen hoffähig. Was diese heute prompt nutzte, um mit dem Flüchtlingsthema die Großen weiter vor sich herzutreiben. Zu glauben, dass eine CDU, die inhaltlich und personell durch Frau Merkel entkernt wurde, jetzt kurzfristig auf diesen Weg zurückfindet, halten wir für sehr unwahrscheinlich. Deswegen war es richtig, davon zu reden, dass in Mecklenburg-Vorpommern möglicherweise der Anfang vom Ende der CDU besiegelt wurde. Mit dem Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern dürfte die Auseinandersetzung der Bundestagsparteien mit der AfD an Fahrt gewinnen. Alle wichtigen Infos zur Wahl sowie ein Experteninterview finden Sie auch auf tagesschau.de. Und über die Auswirkungen der Flüchtlingspolitik diskutiert die Runde bei Hart aber fair um 21 Uhr hier im Ersten.
Mit einer Blockade der Autobahn bei Calais haben heute Lastwagenfahrer, Hafenarbeiter und lokale Händler gegen das Flüchtlingslager in der französischen Hafenstadt protestiert. Sie beklagen wachsende Spannungen in der Region durch die zunehmende Zahl von Migranten. Von Calais aus wollen viele Flüchtlinge über den Ärmelkanal ins britische Dover gelangen. Entweder versteckt in Lastwagen durch den Eurotunnel oder auf Fähren über das Meer. Die Zahl der Flüchtlinge im Camp in Calais ist nach Schätzungen von Hilfsorganisationen mittlerweile auf etwa 10.000 angewachsen. Ich liebe Calais steht auf den T-Shirts. Deshalb, sagen die Demonstranten, wollen sie, dass das wilde Flüchtlingscamp im Norden der Stadt schnell geräumt wird. Operation Schnecke. Lastwagen und Traktoren im Schritttempo unterstützen den Protestmarsch und blockieren die Autobahn. So wie Philippe Valert, der mit seinem feuerroten Lastwagen an der Aktion beteiligt ist. Seit 30 Jahren fährt er die Strecke rüber nach England. In Paris sagen sie, dass alles in Ordnung ist. Aber hier ist gar nichts mehr in Ordnung. Hier ist der einzige Ort in Frankreich, wo es Leute auf der Fahrbahn gibt. Wo gibt es denn sowas? Nur in Calais gibt es das. Nicht nur die Lastwagenfahrer sind sauer. Letzte Woche haben sich 500 Flüchtlinge eine Schlägerei auf meinem Kartoffelacker geliefert. Und jetzt sagt man mir, den Schaden zahlt keine Versicherung. Was soll ich denn machen? Wofür arbeite ich eigentlich noch? Nacht für Nacht versuchen Flüchtlinge, auf die Lastwagen vor dem Eurotunnel zu springen und so illegal nach Großbritannien zu gelangen, wo sie sich ein besseres Leben erhoffen. Und rund 2000 Polizisten versuchen in Calais genau das zu verhindern. Bis zu 10.000 Flüchtlinge sollen inzwischen unter unerträglichen Bedingungen im Dschungel, wie das Lager genannt wird, hausen. Wir wollen eine humanitäre Lösung finden, um den Dschungel von Calais so schnell wie möglich zu räumen. Daran arbeiten wir, indem wir versuchen, gemeinsam mit der Einwanderungsbehörde in ganz Frankreich Unterbringungsmöglichkeiten zu finden. Einen Termin für die Räumung des Dschungels wollte Cazeneuve aber nicht nennen. Mit ihrer Aktion wollen Philippe Valert und die anderen die Regierung nun zwingen, ein konkretes Datum für die Räumung zu nennen. Über die Flüchtlingsfrage hat auch der G20-Gipfel im chinesischen Hangzhou beraten. Die führenden Industrie- und Schwellenländer riefen dazu auf, die humanitäre Hilfe zu verstärken. Sie sprechen sich in der Abschlusserklärung des Treffens außerdem für eine gerechtere Lastenverteilung aus. Bundeskanzlerin Merkel forderte mehr Investitionen in Afrika, um der Migration entgegenzuwirken. Am Ende ihres Gesprächsmarathons trifft die Bundeskanzlerin noch den Gastgeber zum bilateralen Austausch. Chinas Staatschef Xi Jinping ist zufrieden mit dem G20-Gipfel. Bei ihren Hauptanliegen ging es hingegen weniger voran. Das lag vor allem an ihm. Russlands Präsident Putin spricht mit US-Präsident Obama und auch lange mit Merkel. Es gibt Annäherungen, aber nichts Handfestes. Keine Entspannung in der Ostukraine und keine Waffenruhe in Syrien. Ich glaube, dass der russische Präsident Wladimir Putin einen großen Einfluss darauf hat, ob es zu einem Waffenstillstand oder einem temporären Waffenstillstand und zu der Möglichkeit einer humanitären Versorgung von Menschen in Aleppo kommt. Das ist von äußerster Dringlichkeit. Bei anderen Themen mehr Einigkeit. Die Weltwirtschaft braucht neue Impulse. Die sollen von Innovationen und Digitalisierung ausgehen, ein Wunsch von China. Beim Kampf gegen Terror und auch bei Steuertricks von Unternehmen ziehen sie an einem Strang. Sogar das Pariser Klimaabkommen wollen nun alle ratifizieren. Ich erinnere mich an G20-Gipfel, bei denen sollte das Wort Klima gar nicht vorkommen. Und inzwischen gehören die Vereinigten Staaten von Amerika und China zu denen, die hier auch sehr stark auf die Umsetzung des Pariser Abkommens drängen. Eine gemeinsame Verantwortung sehen die Staaten auch beim Thema Flüchtlinge. Einen Aktionsplan will die Bundesregierung vorbereiten, denn Deutschland übernimmt bald den G20-Vorsitz von China. Beim Gipfel in Hamburg im nächsten Jahr soll das Thema weit oben auf der Agenda stehen. Hier in Hangzhou saßen die Mächtigen der Welt zusammen und verhandelten. Weit entfernt von China, im syrischen Aleppo, leiden die Menschen. Eine Waffenruhe wäre ein besonderer Gipfelerfolg gewesen, aber diese Chance wurde vertan. Der britische Brexit-Minister Davis hat im Parlament einen ersten Fahrplan für den Austritt aus der Europäischen Union vorgestellt. Davis bekräftigte das Ziel, Zuwanderung aus den EU-Staaten stärker zu kontrollieren. Dies schließe gute Handelsbeziehungen nicht aus, so Davis. Er strebe ein Freihandelsabkommen an. Premierministerin May war zum G20-Gipfel nach China gereist und konnte nicht an der Debatte teilnehmen.
Das ist Theresa Mays Mann für den Brexit. Dem Parlament soll David Davis heute nach den Parlamentsferien erklären, was denn Brexit bitteschön heißt. Weit kommt er nicht, da muss der Sprecher schon dazwischen. Höchst unstaatsmännisch, wie sie hier lärmen, belehrt er die Abgeordneten, die wie das Land und auch Resteuropa auf mehr Konkretes warten. Es wird keinen Versuch durch die Hintertür geben, in der EU zu bleiben. Keinen Versuch, die Entscheidung zu verzögern. Und es wird kein zweites Referendum geben, weil manche das erste Ergebnis nicht mögen. Auf den offiziellen Beginn der Scheidungsverhandlungen aber müssen sie in Brüssel weiter warten. Noch sortiert sich Whitehall, sucht auch international Fachleute, die in die komplexe Materie einsteigen. Längst sind die Reihen noch nicht geschlossen. Sie sei sehr offen für neue Handelsbeziehungen, wirbt die Premierministerin beim Debüt im G20-Kreis. China zeigt sich gesprächsbereit, aber es gibt auch Gegenwind, vor allem von den Japanern, die mit dem Abzug von Banken und Autoindustrie drohen. Wir haben eine stolze Geschichte als Handelsnation. Und seit langem sind wir die Advokaten des freien Handels. Ein offenes, globales Handelssystem kann weltweit zum Wachstum beitragen. Über zwei Monate sind seit dem Referendum vergangen, aber die britische Regierung bleibt die entscheidenden Antworten schuldig. Wann und wie soll der EU-Austritt vonstatten gehen? Bei einer Serie von Anschlägen auf Regierungseinrichtungen in Syrien sind nach Angaben von Staatsmedien mindestens 48 Menschen getötet worden. 35 von ihnen starben im Badeort Tartus bei der Detonation von zwei Sprengsätzen. Auch in Damaskus und Homs kamen mehrere Menschen bei Bombenexplosionen ums Leben. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekannte sich zu den Anschlägen. Bei den Wahlen in Hongkong waren prodemokratische Kräfte unerwartet erfolgreich. Die Peking-kritischen Aktivisten konnten sich 30 der 70 Sitze im sogenannten Legislativrat sichern. Das teilte die Wahlkommission mit. Die Wahlbeteiligung erreichte mit 58% einen Rekordwert. Die Aktivisten waren 2014 an den Massenprotesten beteiligt, die Hongkong lahmgelegt hatten. Damals ging es um mehr Demokratie für die chinesische Sonderverwaltungszone. Nordkorea hat offenbar einen weiteren Raketentest durchgeführt. Drei Raketen sollen nach ihrem Start im Süden des Landes etwa 1000 Kilometer weit geflogen und ins japanische Meer gestürzt sein. Südkorea warf dem kommunistischen Regime im Nachbarstaat einen klaren Verstoß gegen UN-Resolutionen vor. Japan sprach von einer Provokation. Auch die Bundesregierung und die USA verurteilten den Raketentest. In Tel Aviv sind beim Einsturz eines Tiefgaragen-Rohbaus mindestens zwei Menschen getötet worden, etwa 20 wurden verletzt. Das bestätigten israelische Rettungskräfte. Sie suchen weiter nach Überlebenden. Offenbar waren mehrere Zwischendecken der mehrstöckigen Tiefgarage eingestürzt. Die Unglücksursache ist noch unklar. Dementiert wurde, dass ein Kran auf das Gebäude gestürzt sei. Die Polizei schließt einen Anschlag aus. In Costa Blanca ist erneut ein Waldbrand ausgebrochen. Zahlreiche Häuser und Autos wurden zerstört. Das Feuer bedroht jetzt ein Naturschutzgebiet und mehrere Wohngebiete. Etwa 1000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Löschflugzeuge, 200 Feuerwehrleute und das Militär sind im Einsatz. Medienberichten zufolge soll ein Brandstifter das Feuer gelegt haben. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 6. September. Das Tief, das von Südpolen zum Baltikum zieht, bringt im Südosten Deutschlands auch morgen noch viele Wolken. Ansonsten gibt ein Hoch den Ton an. In der Nacht halten sich im Osten und Südosten einige Wolken, Schauer klingen ab, an den Alpen regnet es mitunter länger, sonst klart es verbreitet auf. Tagsüber am Erzgebirge und im Südosten mehr Wolken als Sonne, Richtung Alpen Schauer, sonst freundliches Wetter, am meisten Sonne im Westen und Nordwesten. In der Nacht 14 bis 7 Grad, am Tag 16 Grad im Berchtesgadener Land, 27 Grad am Niederrhein. Am Mittwoch viel Sonne, sobald sich einzelne Nebelfelder gelichtet haben, hier und da lockere Wolken. Sonnig verläuft auch der Donnerstag, über den Nordwesten ziehen ein paar Wolkenfelder. Am Freitag gibt es ein paar mehr Wolken, trotzdem ist es noch freundlich. Pina Atalay meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Nach dem AfD-Erfolg Kurs halten oder Kurs wechseln? Fragen dazu an das CSU-Vorstandsmitglied Markus Söder. Und China im Wandel vom Billigproduzenten zur Online-Nation.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.